Mall. Food Design Small ist vor ein paar Wochen bei De Kreuter in der Buchreihe Edition Angewandte erschienen und ich freue mich ganz besonders, die Autorinnen Sonja Stummerer und Martin Habelsreiter beim Angewandte Festival begrüßen zu dürfen. Hallo. Bevor wir einen Film zeigen, der speziell für das Festival gemacht wurde, möchte ich unsere Gäste aber gern vorstellen und darauf hinweisen, dass es über die Website des Festivals die Möglichkeit gibt, Fragen an die beiden zu stellen. Sonja Stummerer und Martin Habelsreiter studierten Architektur in der Meisterklasse von Hans Hollein hier an der Angewandten. Den Master haben sie in London gemacht, Sonja an der AEA und Martin an der Bartlett. Nach dem Studium arbeiteten sie ein Jahr bei Arata Isozaki, einem weiteren Pritzker-Preisträger, der erst letztes Jahr mit diesem Preis ausgezeichnet wurde. Hans Hollein, ihr Lehrer, hat diesen Preis ja bereits 1985 bekommen, also lange bevor die beiden bei ihm studiert haben. 2003 dann gründeten Sonja und Martin das interdisziplinäre Designatelier Honey und Bunny in Wien, bauten auch noch einiges, darunter einen imposanten Dachausbau hier in der Stadt, führten aber auch Regie bei Food Design der Film und kuratierten die gleichnamige Ausstellung im Designforum Museumsquartier Wien, die auch in Graz und Salzburg gezeigt wurde, sowie die Ausstellung Food Design Humanity in Łódź in Polen und Body Design in Zürich. Honey und Bunny nahmen an zahlreichen nationalen und internationalen Einzel- und Gruppenausstellungen teil, wie im MAG in Wien, wo ihre Installation Eat Design bis vor kurzem lange Bestandteil der permanenten Ausstellung war. Letztes Jahr haben sie ihre Arbeiten bei der Ausstellung zum Thema Food Rules im Victoria and Albert Museum in London präsentiert. Weltweit hielten sie Vorträge. Zuletzt waren sie bei der Design in Daba in Südafrika eingeladen und gemeinsam lehrten sie unter anderem in Bukarest, Istanbul, Salzburg, in Chennai sowie an der New Design University in St. Pölten. Seit vielen Jahren beschäftigen sie sich mit Food Design. Sie gestalten nicht nur Essbares, sondern haben auch einige Bühnenbilder entworfen und machen seit 2011 weltweit Performances rund um das Thema Eat Art, wie zum Beispiel im Rahmen der Paris Design Week, der Expo Mailand oder, wie zuletzt, kurz noch vor dem Lockdown, im Österreichischen Kulturforum in New York. Und damit kommen wir jetzt zum eigentlichen Grund unseres heutigen Treffens, Honey und Bunny, aka Sonja Stummerer und Martin Habelsreiter, publizieren viel, was uns sehr freut. Im April, am Höhepunkt der Corona-Krise, kam dieses in der Edition Angewandte bei De Kreuter erschienene Buch Food Design Small heraus. Sonja, magst du es zeigen noch einmal? Und folgt damit einer beeindruckenden Serie zu dem Thema. 2005 erschien das erste Buch zum Food Design mit dem Titel Food Design von der Funktion zum Genuss. 2010 folgte dann eine weitere Publikation, Food Design XL, gefolgt von Eat Design 2013 und nun quasi ein weiteres in der Reihe, das theoretische Grundlagen der in den anderen Publikationen entwickelten Thesen zusammenträgt. Sehr erfreulich, das ist, glaube ich, gestern oder vorgestern erst entschieden worden, entsteht demnächst ein weiteres Buch, das Sie dem Phänomen des Putzens widmen, und zwar dieses erscheint bei Böhlau im Herbst. Wollt ihr vielleicht auch etwas dazu noch sagen oder kann ich in der Vorstellung des Buches weitergehen und wir unterhalten uns dann erst später? Du meinst zum Thema Putzen, ob wir was sagen wollen? Ja, ob wir da kurz etwas dazu sagen wollen. Das ist brandaktuell, nachdem wir uns jetzt sozusagen 15 Jahre mit dem Essen beschäftigt haben und mit der Kultur des Essens. Jetzt haben wir uns gedacht, wäre Zeit auch mal für ein anderes Design-Thema. Und nachdem wir uns ja generell für Alltagsverrichtungen interessieren und wie Menschen ihren Alltag bestreiten, haben wir uns gedacht, also ein weiteres, wenig beleuchtetes Thema ist eigentlich das Putzen. Und deswegen schreiben wir seit 2 Jahren an einem Buch zum Thema Putzen als Kulturtechnik. Und sehr erfreulicherweise haben wir jetzt eben schon die Möglichkeit, dass wir das publizieren können. Ebenso schnell schon im Herbst bei Böhlau und das ist vorgestern sozusagen entschieden worden. Das Putzen ist ja auch in der Corona-Krise wirklich zu einem wichtigen Thema geworden in vielen Haushalten. Die Hygiene zumindest, das Putzen vielleicht nicht, aber die Hygiene. Die Hygiene, da hat sich dann erwiesen, was für ein Typ man ist. Entweder
Genau, genau. Na gut, aber dann kommen wir wieder zurück zum Food Design Small. Dieses Buch untersucht, woher die Formen unserer Nahrung kommen, welche Faktoren bei ihrer Gestaltung eine Rolle spielen und wie Essobjekte auch als Zeichen fungieren. Es versucht, das Wissen über Entstehung, Inhalt und Bedeutung von Lebensmitteln und Gerichten zu erweitern und verfolgt die Frage, wie die Gestaltung von Essen genutzt wird, um Inhalte zu vermitteln und Wissen zu speichern. Mehr als 1000 Mal pro Jahr, also quasi vor jedem Essen, selektieren, zerteilen, erhitzen, verrühren und kombinieren, also gestalten, Menschen Rohstoffe und Grundprodukte zu Gerichten und Lebensmitteln. Alles wird in die richtige Form gebracht, aber wie die Gestaltungsprozesse ablaufen, das wissen eigentlich die wenigsten. Im Buch Food Design Small gehen Stummerer und Habelsreiter nicht nur der Frage nach, welche Auswirkungen das Essen auf unser Wohlbefinden und vor allem auf unsere Gesundheit hat, sondern auch auf soziale Beziehungen und sogar das gesamte Ökosystem. Dabei spielen nicht nur die Lebensmittel selbst eine Rolle, sondern auch die Prozesse der Beschaffung und der Zubereitung. Susan Wiemer, emeritierte Professorin für Designgeschichte und Designsemiotik an der Aalto-Universität Finnland und Fabio Barasecoli, Professor für Ernährungswissenschaften an der New York-Universität, haben die Vorwörter für dieses Buch verfasst. Ulrike Köp und Daisuke Akita haben die Fotos dazu gemacht. So, jetzt würde ich sagen, wollt ihr vielleicht einleitend zum Film noch etwas sagen, bevor wir ihn uns anschauen? Naja, wir wurden gebeten, also vielen Dank, Roswitha, fürs Erste. Das war eine ganz wunderbare Einleitung. Ich bin, glaube ich, gerührt. Auch vielen Dank für die wunderbare Zusammenarbeit, die zu diesem Buch geführt hat. Und nachdem du uns gebeten hast, eine Buchpräsentation zu machen online und wir dann kurz überlegt haben, ob wir das wirklich wollen, dass wir wie alle anderen auch mit einem Bücherregal im Hintergrund im heimischen Wohnzimmer sitzen, ja, und wir dann kurz überlegt haben, dort da leere Alkoholflaschen aufzustellen, die wir natürlich nicht haben, haben wir uns dann dazu entschieden, eine Location auszusuchen, die mit Essen korrespondiert. Und ich glaube, man wird es gleich sehen. Es ist, wie man sofort bemerkt, in der Breitenfurter Straße 351 in Wien-Liesing. Es ist ein Lidl-Supermarkt, um es genau zu sagen. Und wir bedanken uns da auch, dass wir das durften. Und wir entschuldigen uns ein bisschen für die Tonqualität. In einem Supermarkt herrschen keine optimalen Filmbedingungen, aber jedenfalls haben wir dort dann versucht, eine kleine Lesung zu machen. Und nachdem wir aber nicht nur uns selber beim Lesen filmen wollten, haben wir allerhand alte Arbeiten hineingeschnitten, von denen wir glauben, dass sie zum Text passen. Und wir wünschen jetzt allen Zuhörerinnen und Zuschauern viel Spaß, hoffentlich, oder zumindest gute Unterhaltung oder vielleicht, dass man was lernt, wie auch immer. Jedenfalls vorläufig. Für alle was dabei, würde ich sagen. Hoffentlich, hoffentlich. Ja. Und in diesem Sinne, Film ab, oder? Ja. Das Bedürfnis, Nahrung zu gestalten, ist so alt wie die Zivilisation. Mehr als 1000 Mal pro Jahr, vor jedem Essen, selektieren, zerteilen, erhitzen, verrühren und kombinieren, also gestalten Menschen, Rohstoffe und Grundprodukte zu Gerichten und Lebensmitteln. Ob Gebäck oder Pasta, Tiefkühlgemüse oder Süßigkeiten, alles wird in die richtige Form gebracht, wie es zum Verzehr gelangt. Kann man es dann genauso als Designobjekte betrachten, wie Elektrogeräte, Autos oder Möbel? Food Design zählt zu den wenig beleuchteten Bereichen innerhalb der Designforschung. Während es für viele Unternehmen selbstverständlich ist, Radiogeräte, Fahrräder oder Mobiltelefone in Zusammenarbeit mit Designerinnen und Designern zu entwickeln, hat dieser Prozess bei der Gestaltung von Nahrung bisher nicht stattgefunden. Lebensmittel werden mit wenigen Ausnahmen ohne Einbeziehung von Designerinnen und Designern gestaltet. Tatsächlich sind Lebensmittel und Gerichte nicht nur physisch materielle Gegenstände, sondern, sofern sie von Menschen verarbeitet und zubereitet sind,
Auch Designobjekte, deren Beschaffenheit, sei es der Geschmack, der Geruch, die Textur oder andere Objekteigenschaften, im Zuge ihrer Gestaltung festgelegt werden. Dadurch eröffnet sich auch ein neuer Handlungsspielraum. Denn wenn Essen, auch scheinbar natürlich ist, als von Menschen gestaltet begriffen wird, kann in diese Art der Gestaltung auch eingegriffen werden. Was und wie gestaltet wird, sowie die Prämissen und Ziele, die dabei verfolgt werden, können reflektiert und auch bewusst verändert werden. Diese Art des Nachdenkens und Forschens basiert mit ökonomischer Ausrichtung bereits im Bereich des Marketings, selten jedoch im Hinblick auf kulturelle, gesellschaftspolitische oder soziale Ziele. Wir hoffen, dass die Erforschung von Essen als gestaltetes Objekt dazu beiträgt, Nahrungsmittel in ihrer Beschaffenheit stärker zu hinterfragen. Denn in den allermeisten Fällen entscheiden sich Menschen nicht aus rationalen Gründen dafür, etwas Bestimmtes zu essen oder nicht, sondern aus emotionalen. Sie reagieren auf die Symbolik des Essens und die Vorstellungen, die es in ihnen wachruft. Wissen über die Bedeutungen, die Essen vermittelt, hilft Traditionen und vorgegebene Werte, denen ja gerade beim Essen eine wichtige Rolle zukommt, nicht unreflektiert zu übernehmen, sondern zu hinterfragen, anzupassen und, wenn nötig, auch zu verwerfen. Denn Formen können auch manipulieren und Gerichte und Speisen als Ideologieträger missbraucht werden. Wissen über Gegenstände und ihre kulturellen Bedeutungen dagegen ermöglicht, die Esskultur permanent zu prüfen und weiterzuentwickeln. Und es ermächtigt die Nutzenden, in diesem Fall die Essenden, in einem sehr politischen Sinn zur Selbst- bzw. Mitbestimmung. Das Buch Food Design Small thematisiert einen bisher wenig diskutierten Aspekt des Essens, nämlich jenen der Gestaltung und des Designs. Es untersucht natürlich mehr die Formen als die Gestaltung unserer Nahrung kommen und welche Faktoren bei ihrer Gestaltung von der Auswahl der Zutaten über die Verarbeitung bis zu hin zur Konsumation eine Rolle spielen. Was ist Essen? Essen ist ein körperliches Grundbedürfnis, eine Voraussetzung, um zu überleben. Neben der biologischen Funktion von Essen ist Nahrung auch ein kulturelles, soziales und rituelles Grundelement des menschlichen Daseins. Im Zusammenhang mit Food Design drängt sich aber noch eine andere, neue Betrachtungsweise von Essen auf. Essen als Gegenstand. Diese Sichtweise mag im ersten Augenblick ungewöhnlich erscheinen, vielleicht sogar provokant, da sie das Objekt und nicht die Essenden ins Zentrum des Interesses rückt. Sie bedeutet jedoch keineswegs eine Abwertung des Essens, sondern ganz im Gegenteil eine Möglichkeit zu neuen Erkenntnissen im Hinblick auf ein sehr altes Phänomen und den unverzichtbarsten Gegenstand unseres Umfelds zu gelangen, das Essen. Neben dem Atmen erfährt jeder Mensch beim Essen den intensivsten und unmittelbarsten Kontakt mit seiner Außenwelt. Im Laufe seines Lebens verleibt man sich rund 75 Tonnen flüssiger und fester Substanzen ein. Diese werden teils assimiliert, also in körpereigene Substanzen umgewandelt, teils wieder ausgeschieden. Rein physisch betrachtet ist der Vorgang des Essens eine Verschmelzung mit dem Objekt, also mit dem Nahrungsmittel, das man zu sich nimmt. Der Kontakt mit Essen von der ersten Führung auf den Lippen bis zur Zersetzung durch die Magensäure ist also nicht nur sinnlich, sondern auch geistig eine tiefst persönliche Körpererfahrung. Wir werden zu dem, was wir essen. Unser Körper besteht aus dem, was wir in den letzten Jahren, sprich in jenem Zeitraum, in dem sich praktisch alle Zellen des Körpers mindestens einmal erneuert haben, an Essen und Trinken einverleibt haben. Materiell betrachtet sind Menschen Produkte aus Essen. Nahrungsmittel sind also nicht nur Speiseobjekte, sondern Fremdkörper, die zum eigenen Körper assimiliert werden. Der Widersprüchlichkeit von Lebensmitteln und Gerichten als Fremdkörper der Außenwelt einerseits und in den eigenen Körper integriertes Innenleben andererseits
begegnen Menschen im Alltag zumeist dadurch, dass sie ihr Essen als bloße Träger von Nährstoffen und Kalorien ansehen. Ähnlich wie ein Treibstoff liefert es demnach zwar die Energie zur Aufrechterhaltung der Lebensfunktionen, wird aber nicht in den Körper integriert, sondern fließt quasi durch ihn hindurch. Wenn man Nahrung nur als Versorger, nicht aber als Baustein des Körpers betrachtet, so besteht auch keine Gefahr, von dem, was man zu sich genommen hat, vereinnahmt zu werden. Die Essenden müssen sich der gegessenen Gegenstände bemächtigen. Verlieren sie diese Macht über das zu sich genommene, droht ihnen der Verlust der eigenen Identität. Wir backen mehrmals täglich frisch für sie. Die Frage, was ist Essen, hat neben der sprachlichen und der psychologischen natürlich auch eine kulturelle Dimension. Was Essen ist und was nicht, wird in verschiedenen Kulturen unterschiedlich definiert. Nicht alles, was von Natur aus essbar wäre, wird auch in jeder Kultur gegessen. Ganz im Gegenteil, entwirft jede Kultur ihren eigenen Speise- bzw. Ernährungsplan und belegt alles Essbare außerhalb dieses Regelwerks mit Nahrungstabus oder verbindet es mit Ekel. Die Realität der Nahrungsmittel ist einem Menschen und keine naturgemachte Alltagswirklichkeit. Die Unterteilung der Umwelt in essbar und nicht essbar ist zum weitaus überwiegenden Teil keine biologische Vorgabe, sondern ein kulturelles Konstrukt, da die Auswahl der Nahrungsmittel, mit wenigen Ausnahmen mit giftigen Pflanzen, immer eine relative, konstruierte und keine absolute, biologisch vorgegebene ist. Aus der Vielfalt der naturgegebenen, verzehrfähigen Stoffe wählen Menschen nach selbst erstellten Kriterien ihrem jeweiligen Weltbild entsprechend einiges auf. Sehr verehrte Kunden, wir öffnen Kasse 3 für Sie. Bitte legen Sie Ihren Einkauf auf das Kassenband. Diese Auswahl ist historisch gewachsen, von Gewohnheiten, Traditionen und äußeren Umständen geprägt und spiegelt letztlich die Macht- und Glaubensstrukturen, also die Sinnkonstruktionen der jeweiligen Gruppe wider. Die Mitglieder dieser Gruppe nehmen die getroffene Auswahl, also das Spektrum der für eine bestimmte Gruppe als essbar definierten Nahrungsmittel, anschließend als einzig sinnvolle und allgemein gültige Nahrungswirklichkeit wahr, als ob sie unabhängig von ihnen existierte, obwohl sie diese konkrete Auswahl zuvor ja selbst getroffen haben. Ein Beispiel dafür, wie sich kulinarisches Wissen in der Gestaltung von Nahrung niederschlägt, ist das mittelalterliche Gesundheitsbuch Tarquinum Sanitatis. Das Tarquinum Sanitatis stammt aus dem 11. Jahrhundert und entwirft ein kulinarisches Ordnungssystem, das bis heute nachwirkt. Anhand dieses Buches lässt sich gut zeigen, wie Ordnungsprinzipien über viele Jahrhunderte hinweg erhalten und die alltägliche Lebensführung beeinflussen können, auch wenn die ihnen zugrunde liegenden Ziele und Ideale im Laufe der Zeit überformt, vergessen oder obsolet werden. Die daraus hervorgegangenen Formen jedoch quasi ihres Inhalts entleert erhalten bleiben. Der weitaus größte Teil des Tarquinum Sanitatis befasst sich mit Nahrungsmitteln und damit, wie sie zu konsumieren sind, wie sie wirken und wie sie schaden und bildet damit eine Art von frühen Lebensmittelkodex. Inhaltlich sind im Tarquinum Sanitatis teilweise bis heute in Mitteleuropa übliche Geschmackskombinationen und Zubereitungsmethoden verankert. Etwa der Grundsatz, hier natürlich ein Gesundheitstipp, Schweinefleisch zu braten und nicht zu kochen. Und mit Senf zu würzen, eine Anweisung, die kalter Schweinebraten bis heute erfüllt. Auch rät das Tarquinum Sanitatis dazu, Frischkäse mit Nüssen, Mandeln oder Honig zu verzehren. Eine, bei Käsen verschiedener Art, bis heute geschätzte Geschmackskombination. Der Ratschlag, süße Milch mit Rosinen zu verzehren, auch aus dem Tarquinum Sanitatis, findet sich heute unter anderem auf den breiigen Süßspeisen wie Grießkopf oder Milchreis. Gestaltung.
sei es von Nahrung oder anderen Gegenständen, ist ein Medium zur Vermittlung von Inhalten. Mit jedem Essen konsumiert man immer auch Bedeutungen, die über ein kulturelles Repertoire Verbindungen zu übergeordneten Sinnsystemen und Wertesphären herstellen. Die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten. Wir öffnen Kasse 4 für Sie. Bitte legen Sie Ihren Einkauf auf das Kassenband. Erfüllt nicht nur die Funktion, den Körper am Leben zu erhalten, sondern setzt zugleich auch soziale und kulturelle Wertvorstellungen in die Tat um. Diese Gedankenwelt bestimmt unter anderem darüber, was überhaupt als Funktion angesehen wird und nach welchen Prioritäten diese Funktionen zueinander in Bezug gesetzt werden. Der Umgang einer Gesellschaft mit ihren Objekten ist eine politische Frage. Jedes Produkt ist die Summe aus den für seine Herstellung aufgewendeten Rohstoffen, der investierten Arbeitsleistung sowie alle von der Produktion bis zur Entsorgung entstehenden Begleiterflächen. Im Zuge der Gestaltung von Essen entscheiden wir auch darüber, welche Materialien wir verwenden und welche Wertigkeit wir der Qualität den Produktionsbedingungen dieser Rohstoffe, sprich der Zutaten, einräumen. Gerade als Designerinnen und Designer kommt uns hier eine besondere Verantwortung zu, da wir mit unserer Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Produktion und Konsumation stehen. Denn welche Materialien zum Einsatz kommen und wie und wo diese gefertigt werden, ist Teil der Gestaltungsaufgabe. Für unseren Planeten, seine Bewohner, also uns, ist es nicht egal, ob sich eine Gesellschaft für eine monokulturelle, zentralisierte, industrialisierte oder eine am Gemeinwohl orientierte, demokratische und nachhaltige Institution entscheidet. Denn die Herstellung von Essen verbraucht einen Löwenanteil an natürlichen Ressourcen. Landwirtschaft als solche verbraucht etwa 70% des weltweiten Vorhandens an Fischwasser, verursacht um 30% des gesamten CO2-Ausstoßes. Zudem werden rund 53% der Erdoberfläche, die weder von Wasser noch von Eis bedeckt sind, für landwirtschaftliche Zwecke genutzt. Sie bilden also den Agricultural Footprint der Menschen auf der Erde. Und letztlich werden in Europa bis zu 40% des Essens weggeworfen. Als Menschen gestalten, produzieren und konsumieren wir. Und hinterlassen unsere Überreste. In allen unseren Tätigkeiten folgen wir kulturellen Konventionen, Traditionen, Regeln und Gesetzen. Manche dieser Gepflogenheiten stehen der Idee eines nachhaltigen Lebensstils im Weg. Zum Beispiel ist die Vorstellung, dass ein Essen dann besonders elegant und wichtig ist, wenn dabei möglichst viel Geschirr verbraucht wird. Oder der Glaube, dass es unhöflich ist, Reste zu servieren und peinlich Portionen zu teilen, Überreste einzupacken oder zu verschenken. Oder dass ein Steak besser schmeckt und gesünder ist als ein Bäuschel und Fleisch sowieso wertvoller als Gemüse. Warum gilt es als Zeichen von Fortschritt, wenn man im Supermarkt im Frühling Weintrauben kaufen kann? Menschen agieren überwiegend emotional, sozial, kulturell, nicht rational. Bei den allermeisten Handlungen und Gegenständen überwiegt der implizite, also der unterbewusste Inhalt, den expliziten, ausgesprochenen bei weitem. Wir alle wissen zum Beispiel, dass zu viel Fleisch ungesund, schlecht für das Klima und den Ökohaushalt ist. Es ist eine Massenproduktion, Tier- und soziales Leid verursacht. Und dennoch fällt es viel von uns schwer, Fleisch zu verzichten. Und zwar nicht, weil wir es physisch brauchen, sondern weil unsere Esskultur Fleisch einen enorm hohen Stellenwert einräumt. Es liegt jedoch an der gestalterischen Macht von Design, Werte und Bedeutungen mit ästhetischen Mitteln zu verschieben. Das ist schwierig, aber es ist möglich. Der Moderne ist es beispielsweise gelungen, sich von den ästhetischen und damit auch von den politischen Normen des Historismus zu befreien, indem sie eine völlig neue Ästhetik entwickelte. Diese Ästhetik lag damals jenseits des zuvor Denkbaren und etablierte damit auch einen völlig neuen politischen
anspricht man das Design und dann das Objekt selbst. Die Verschiebung von Bedeutungen, gestalterischen Mitteln liegt im Wesen des Designs. Gibt es eine gestalterische, ästhetische Möglichkeit, Altes, Fremdkopiertes gegenüber Neuem, Innereien gegenüber Steak oder Gemüse gegenüber Fleisch so aufzuwerten, dass man sie nicht mehr als Ersatz für das eine sieht, sondern verwendet, weil sie kulturell höher bewertet ist? Essen ist ein zutiefst politischer Akt. Mit jedem Bissen verändern wir die Welt. Ökologisch, ökonomisch und sozial. Aufgabe von Design in Bezug auf Essen ist es, die Ideologien, welchen die Gestaltung und Erzeugung von Nahrung unterliegen, in einem größeren sozialen, ökologischen etc. Zusammenhang zu reflektieren und anzupassen bzw. neu zu definieren. Denn der Anspruch guten Designs liegt in der zumindest gleichwertigen Erfüllung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Anforderungen. Als Food- und Nicht-Food-Designerinnen haben wir die Verpflichtung, Ziele und Werte, die hinter der Gestaltung von Nahrung stehen, zu prüfen und die Grenzen unserer Esskultur immer wieder auszuloten. Auf der Klaviatur von Bedeutungen und Konventionen zu spielen, bedeutet auch, gängige Verhaltensweisen über Bord zu werfen, Möglichkeiten für Neues zu schaffen. Letztlich geht es darum, Kultur weiterzuentwickeln und neue zeitgemäße Ziele zu etablieren. Beim Essen könnten das zum Beispiel Ziele wie der schonende Umgang mit Ressourcen, die Haltung von Boden, Wasser und Klima oder die Einhaltung von Menschenrechten sein. Ein neues Designziel könnte zum Beispiel auch sein, die Ziele von Fortschritt zu hinterfragen und Fortschritt als Selbstzweck zu negieren. Design könnte ein neues Verständnis von Fortschritt formulieren. Einen Fortschritt, der nicht dem Wirtschaftswachstum oder der technischen Innovation geschuldet ist, sondern ein gesellschaftlicher Fortschritt, der sich an seiner sozialen und kulturellen Entwicklung misst. Tatsächlich scheint es, als hätten wir die Ziele für Fortschritt irgendwie aus den Augen verloren. Ziele für eine neue Art von Fortschritt, der die Lebensbedingungen möglichst vieler Menschen verbessert, zu erarbeiten, ist derzeit eine der drängendsten politischen Herausforderungen, die eine starke gestalterische Komponente hat. Es geht darum, über das derzeit Denkbare hinauszudenken, Zukunft zu entwerfen und zu gestalten, Szenarien zu denken und zu entwickeln, die das Alltägliche anders bewerkstelligen und das Ergebnis gestalterisch in Dingen zu verkörpern. Zu Recht meint der deutsche Sozialpsychologe Harald Welzer, dass es der Ökologiebewegung bislang nicht gelungen ist, eine eigene Ästhetik zu entwickeln und der Ästhetik des Konsums eine andere, attraktivere entgegenzusetzen. Jede Ästhetik vermittelt Inhalte. Wenn Ziele reflektiert und neue Werte etabliert werden, braucht es, damit diese neue Erzählung auch emotional ankommt und kulturell verankert werden kann, eine eigene Form der Ästhetik. Gestaltung kann Bedeutungen und Inhalte in eine Ästhetik gießen, sodass diese Erzählung, Wertesystem, Geisteshaltung, sinnlich, emotional, unmittelbar erlebbar, verständlich und lesbar wird. Denn Wissen alleine führt nicht zu entsprechendem Handeln. Dazu bedarf es einer entsprechenden Kultur. Und eben diese weiterzuentwickeln, ist eine zentrale Designaufgabe. Eine Ästhetik, die eine glaubhafte, positive, den Fortschritt als allgemein gültiges Gesellschaftsziel ablösende Weltsicht erzählt und verkörpert zu entwerfen, ist eine, wenn nicht die dringlichste Gestaltungsaufgabe unserer Zeit. Nahrung als in jeder Hinsicht gestaltbar zu begreifen, erweitert den eigenen Handlungsspielraum, indem man den Status quo bzw. Argumente und Entscheidungen anderer nicht unreflektiert übernimmt. Die Idee der Gestaltbarkeit der Welt verleiht den Menschen Macht. Die Machbarkeit der Welt zu begreifen und sich durch ständiges Tätigsein
das Erstrebenswerte, das, was für uns Sinn ergibt, zu versuchen. Dass sich dem Gemachtwerden durch die Natur, dem Schicksal, allem Unabänderlichen, aber auch dem Konventionellen entgegenzusetzen, wenn es obsolet geworden ist, ist eine Grundeigenschaft des Lebens an sich. Gerade in diesem Spannungsfeld wird Essen oft einseitig wahrgenommen, eben mehr als Natur und weniger als machbar. Macht kann in diesem Zusammenhang als kollektive Form des Handelns bzw. als organisierte Pluralität des Handelns gesehen werden. Gestaltungsformen von Essen, wie zum Beispiel dem Begel oder der Brezel, haben sich im Laufe der Zeit innerhalb einer gewissen Gruppe etabliert und sind nicht nur Ausdruck einer kulturellen Tradition, sondern auch einer kollektiven Handlungsform, die Macht über die oder den Einzelnen ausübt, da sie nicht individuell, sondern nur kollektiv beeinflusst bzw. verändert werden können. Gerade bei der Gestaltung von Essen geht es aber auch um kollektive Gestaltungsformen. So betrachtet kann man Design auch als Beziehungsgeflecht zwischen handelnden Menschen sehen, das sich an materiellen Gegenständen manifestiert. Gerade hier ist der Angelpunkt für die Designerin oder den Designer, denn sie haben die Macht, in dieses Beziehungsgeflecht einzugreifen, es zu verändern und zu gestalten. Und zwar nicht nur intellektuell, sondern sinnlich, ästhetisch und emotional. Denn die Gestaltung erfüllt die Welt mit Bedeutung. Danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen im echten Leben. Vielen Dank euch beiden für diesen Zusammenschnitt. Das ist wirklich großartig. Wie haben die Leute in diesem Supermarkt eigentlich darauf reagiert? Naja, wir waren eindeutig Fremdkörper. Und es war sehr witzig. Also manche haben sich gleich eingemischt und wollten sozusagen ein bisschen mitmachen. Andere waren sehr verstört. Und viele haben uns auch einfach ignoriert. Also, aber es war eindeutig so, dass dort selten Bücher präsentiert. Kann ich mir vorstellen. Ja. Aber wir verstehen den Zynismus dieser Geschichte schon auch als Selbstkritik, ja, dass wir dann aus unserer Bubu-Blase heraus glauben, dass wir immer gehört werden als Künstler. Man kommt dann auch drauf, man wird eben oft nicht gehört, weil man vielleicht zu abgehoben ist. Und das wollten wir auch ein bisschen darstellen, dass wir in diesem Fall sehr abgehoben agiert haben. Und also es ging uns halt überhaupt nicht darum, irgendwie diese Gesellschaft im schlimmsten Fall bloßzustellen. Also ganz im Gegenteil, das wollten wir auf jeden Fall vermeiden. Uns ging es viel stärker einfach um diese Frage, dass wir in einem Supermarkt drehen. Und das geht aus Arbeitsgründen nicht, dass man beim geschlossenen Supermarkt dreht, weil da müsste ja irgendwer bezahlt werden, dass er uns rein und raus lässt. Ja. Das geht ja nicht. Und also geht da Leute rum. Ja. Und das ist auch okay. Also das war schon viel schwieriger. Das kommt ja, glaube ich, vor, dieses Video, wo man mit den Waffen im Supermarkt steht. Das war ein anderer Supermarkt. Das war deutlich heikler. Da hatten wir ja die große Angst, dass irgendjemand ein Foto macht und das an die Polizei oder die Kronenzeitung schickt, dass da ein Überfall im Supermarkt stattfindet oder so. Das war Gott sei Dank nicht passiert. Ist aber nicht passiert, zum Glück. Nein. Die Leute haben sich ein bisschen geschreckt. Okay, na dann würde ich gern zurückkommen irgendwie zu euren Anfängen noch, weil ihr seid ja beide Architekten und mich würde wirklich interessieren, wie ihr überhaupt auf das Food Design gekommen seid. Hat euch da das Studium bei Hans Hollen irgendwie darauf gebracht oder war das der Einfluss aus Japan, der euch dazu bewegt hat, euch mit dem Essen auseinanderzusetzen? Also ich antworte vorher, es war ganz klar deine Idee. Ja, so wie das Putzen auch deine Idee war und wie der Text in diesem Buch auch deiner ist, also das möchte ich schon einmal klarstellen. Naja, eigentlich war das ein Zufall, wie wir auf das Food Design gekommen sind. Also es war sicher von Hans Hollen beeinflusst, der hat ja diesen Satz geprägt, alles ist Architektur und bei uns war im Studium war der Begriff halt sehr offen, da gab es immer auch Design und er wäre sicher auch, oder er war dann auch, wir haben es ja auch mehrmals präsentiert, von der Idee mit dem, das Essen-Design ist und so, das hatte mir auch sehr gefallen. Mhm.
also es war nach dem Studium schon, wo wir dann mit ihm drüber geredet haben. Aber eigentlich zustande gekommen ist es dann in dieser Kombination, dass wir nach dem Studium in Wien eben zuerst ein Jahr in England waren und dann ein Jahr in Japan. Und dort war halt einfach die Realität des Essens einfach extrem konträr. In England eben dieses extrem industrialisierte Essen, was damals in Österreich noch nicht so der Fall war, eigentlich muss ich sagen. Also wir sind eigentlich aus dem goldenen Österreich, wo man noch relativ viel Handwerkliches oder Selbstgekochtes gegessen hat, dann nach England, wo einfach auch das normale Essen so teuer war, dass du dir wirklich nur die billigsten Supermarktsachen leisten konntest. Das war halt diese extreme Aufprall in der Realität irgendwie. Und danach dann eben dieses Jahr in Japan, wo es wieder total anders war, also diese extrem faszinierende Gestaltung in Japan, das war eigentlich der eigentliche Ausschlag. Weil das ja ganz offensichtlich hat das sehr viel mit Design zu tun. Und wenn man aber als Fremder dahin kommt, dann versteht man nicht, warum ist das so gestaltet und warum dieser Aufwand und warum genau so und nicht anders. Und die Japaner können es auch nicht erklären, wenn man es fragt. Ja. Dann, das ist aber normal, weil wir haben uns dann gedacht, wenn uns jemand fragen würde, wieso schaut das Kipferl so aus oder wieso schaut die Brezel so aus, wir hätten das auch nicht erklären können. Und das war dann eigentlich der Ausschlag, dass wir dann angefangen haben, da zu recherchieren, woher das kommt eigentlich. Aber es war auch halt ein gewisser Enttäuschungsfaktor vorhanden. Ja, als wir in London waren, und das war halt um 2000, also gerade dieser Sprung in die digitale Architektur, wenn man so will, wo das aber unglaublich, ich sag's wie es ist, auch eine formelle Wichserei war, also wo man nur noch Dinge gemacht hat, weil es ging, ja, da waren wir irgendwie auch selber dann ein bisschen enttäuscht, weil wir nicht genau gewusst haben, wollen wir das? Ja, wollen wir so eine von der Lebensrealität, von urbanen Themen, von Nachhaltigkeit, von sozialen Themen entfernte Architektur, ist das eigentlich noch unseres? Und da hat man das erste Mal, haben wir dann damit begonnen, uns damit ein bisschen auseinanderzusetzen, auch weil es, also Essen ist ja etwas, was sehr nah am Menschen dran ist. Also Essen erzählt viel mehr über die Geschichte der Menschheit, wenn man so will, als jetzt die Tagespolitik oder so. Und dann hatten wir lustigerweise ein Zwiegespräch ganz am Ende, als wir Japan verlassen haben, waren wir mit Isosaki essen noch. Und Isosaki hat uns dann dazu aufgefordert, dass wir dieses Interesse für das Essen wirklich ernst nehmen und damit weitermachen. Und er hat damals gesagt, er hat 1945 quasi damit begonnen, Architektur zu denken. Und er hat gesagt, mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs war Architektur, also die Behausung auf einer zerstörten Welt, das wichtigste Thema für ihn. Mhm. Und örtlich gemeint, aber das war so um 2002, 2003, war dieses Thema Behausung, zumindest in der westlichen Welt oder in der reichen Welt, ziemlich gut abgedeckt schon. Aber das Essen und die Nachhaltigkeit, das seien Themen, die wären für die Zukunft. Und wenn er nicht schon beinahe 80 Jahre alt gewesen wäre, dann hätte, aber 70 war er, 70, dann ja, hätte ja. damals, dann hätte er oder dann würde er auch noch ins Essen einsteigen. Und er hat uns eigentlich geraten, die Architektur zu verlassen und Food Design zu machen. Das fand ich total faszinierend. Ich habe ihm das auch nicht geglaubt am Anfang. Aber ihr seid dann relativ bald erfolgreich geworden, nicht? Mit diesen ersten Performances zum Thema Food Design. Ja, zuerst waren ja die Bücher. Wir haben zuerst mal die Recherche und das Interesse. Das war eigentlich noch so ein bisschen hobbymäßig. Da haben wir noch in der Architektur gearbeitet. Und dann kam der Film. Und dann irgendwann hatten wir so viele Aufträge im Bereich von Essen, dass wir dann eigentlich mit der Architektur aufgehört haben oder fast aufgehört. Sag, seit wann gibt es den Begriff des Food Design eigentlich und wer hat ihn geprägt? Aha, gute Frage. Ist nicht ganz klar. Es kommt nämlich in eurem Buch. Also ich meine, das kommt nicht wirklich heraus. Und deswegen stelle ich diese Frage, weil ich mir nicht sicher war, ob es wirklich eine Person gab oder eine sozusagen ein Jahrzehnt im 20. Jahrhundert, in dem das geprägt wurde. Nicht ja, es ist eigentlich sehr unterschiedlich belegt, weil wenn man zum Beispiel in Deutschland das sagt, dann meinen die damit nur sozusagen Essen, das im Labor hergestellt ist oder Essen, das so sehr technisch erzeugt wird, also künstliches Essen im weitesten Sinn. Und in England zum Beispiel gibt es den Begriff gar nicht. Ja.
kein Food Design und in Frankreich auch das, nicht. Bitte? Im Deutschen gibt es den Begriff ja auch nicht wirklich. Nein, er heißt was anderes. Also wenn man auf der deutschen Wikipedia schaut, dann ist es eben dieses künstlich hergestellte Essen oder Food Styling. Ja. In Frankreich bezeichnen sie es als Design Culinaire. Mhm. Also ich glaube, dass der eigentlich ursprünglich aus Italien kommt, der Begriff. Weil in Italien hat sich diese Food Design Branche im Sinne einer Designbranche, also Designer, die sich mit Essen beschäftigen, das hat dort eigentlich angefangen schon in den 90er Jahren, frühen 90er Jahren. Und ich glaube, dass die, da gab es Ausstellungen und Wettbewerbe dazu in Turin. Und ich glaube, dass die erstmals den Begriff Food Design geprägt haben. Aber nachdem ich das nicht beweisen kann, weil ich das nicht endgültig herausgefunden habe bei meiner Recherche, jetzt habe, steht das in dem Buch nicht drin. Ist klar, verstehe. Aber es gab zum Beispiel Ende der 90er einen Artikel von Dejan Sucic, wo er ganz klar das Wort Food Design verwendet hat. Nein, das hieß Food and Design, glaube ich. Nicht Food Design. Und Domatik-Klischee hat es schon gemacht. Ja, und in Spanien, also Spanien, Italien, da hat das eigentlich irgendwie angefangen, dass Essen Teil der Designwelt wurde, ja. Also ganz klar in Ländern, wo das Design sowieso eine wichtigere Rolle spielt, nicht? Ja, und auch das Essen. Und auch das Essen. Aber sagt, ist das, seht ihr das Food Design dann eher in der Kunst oder im Handwerk angesiedelt? Weil das ist ja auch sozusagen eine Frage. Ja, Design generell, würde ich sagen. Also Design hat ja eben genau diese Bandbreite vom Handwerk bis zur Kunst oder auch zwischen, also das ist eigentlich, finde ich, nicht viel anders wie das Design generell. Also es hat halt verschiedene Eckpunkte und es gibt Leute, die arbeiten mehr mit dem Schwerpunkt in die eine Richtung und mehr mit dem Schwerpunkt in die andere Richtung. Also es reicht eigentlich vom Koch oder der Köchin bis hin zum Eat-Art-Künstler oder Eat-Art-Künstlerin. Also man kann auch nicht wirklich einen Zeitpunkt festlegen, sozusagen, wo man sagen können, dieses Essen, wo man sagen kann, dieses Essen ist designed. Das ist ein weiter Begriff. No? Nein, ich glaube, das ist, ich meine, das ist jetzt so wie Architektur, das ist auch sehr weit zu fassen. Ja, ab wann ist etwas Architektur? Ich glaube, da haben sich alle Generationen seit der Antike darüber Gedanken gemacht und so ist es halt beim Design auch wenn der Begriff deutlich jünger ist. Und es ist halt immer eine gewisse Definitionsfrage, weil wir halten uns da schon sehr stark einfach an den Holein. Und ich meine, einerseits ist das eine starke Auseinandersetzung mit dem Alltäglichen, die uns wichtig ist, aber was uns der Holländer halt auch beigebracht hat, das ist diese tägliche Form von kreativer, künstlerischer, wie auch immer, Arbeit, dass sie auch Verantwortung mit sich bringt. Und dieser Verantwortung müssen wir uns als Designer auch stellen. Ja? Und gerade jetzt in einem oder zu einem Zeitpunkt, wo mit Klimawandel, Rassismus, was auch immer, ja, rechten Tendenzen werden diese Verantwortungen auch größer. Und wenn man dann hergeht und sagt, man zieht sich zurück quasi in irgendwelche handwerklichen Fragen, ist das nicht das, was zumindest unserem Designbegriff entspricht, weil das halt auch ein bisschen ein Davonlaufen in ein System ist oder ein Verstecken in einem System ist, das schon ein bisschen am Limit ist. Sag's an, ich gebe nicht ganz recht, weil ich finde ja gerade, dass gerade bei der Lösung von diesen Problemen, die wir jetzt offensichtlich aktuell haben, gerade ja das Handwerk auch sehr viel Expertise bietet, die ja teilweise unterschätzt ist oder nicht ausgeschöpft wird oder wie. Ich finde eigentlich gerade, dass man dem Handwerk auch wieder mehr Stellenwert einräumen sollte. Einbeziehen auch in diese Lösungsansätze. Gerade beim Essen ist das ja offensichtlich. Ja. Ich finde es zum Beispiel immer ganz komisch, weil dann das ist ein künstlerischer Designer. Das ist eigentlich, das ist ein bisschen abgehobener, komischer. Und ich glaube, wir haben ja dieses wahnsinnige Glück gehabt, wir zwei, dass wir in einer Zeit Architektur studiert haben, als aus einem Grund, den ich nicht weiß, in Österreich eine ganze Szene unglaublich avantgardistisch, experimentell und vor allen Dingen extrem open-minded agiert hat. Ja, und die uns weit über das Häuselbauen hinaus die neue Horizonte eröffnet. Wir haben einen Bildungsbegriff gekriegt und auch einen Forschungsbegriff und einen Kunstbegriff, wo wir heute auch überhaupt nicht unterscheiden können. Ja, und ob das jetzt der Brix war oder der Holland,
oder auch der Holzbauer, ich meine, das waren einfach Leute, die waren ganz woanders angesiedelt als quasi in einem kategorisierenden, wir machen nur Projekte denken. Und das war für uns einfach eine extrem wichtige Zeit. Architektur spielt die Ästhetik natürlich auch eine große Rolle, aber beim Food Design ja ebenso, nicht? Also Ich sehe gar nicht so viel Unterschied in dem Sinne. Es geht nur darum, dass man halt was anderes gestaltet zum Schluss. Der Hauptunterschied ist wahrscheinlich die Dimension halt einfach, aber das ist halt klein oder meistens klein. Und schnell wieder weg. Ja, das macht es interessant von der Gestaltung. Es ist ein vergänglicher Gegenstand. Ja, und aber es ist ja nicht nur die Ästhetik wichtig, sondern auch der Geschmack natürlich. Und dem Geschmack habt ihr ein eigenes Kapitel gewidmet. Wollt ihr ein bisschen über den Geschmack sozusagen und die vielen Geschmacks- und Aromen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, wollt ihr auf das ein bisschen eingehen? Da gibt es ein interessantes Beispiel, das ihr bringt von der Erdbeere. Ach so, von der Erdbeere. Ja, grundsätzlich muss ich sagen, die Ästhetik fasst ja alle sinnlichen Aspekte mit ein. Das heißt, ich würde sagen, der Geschmack ist ja eigentlich der wichtigste, vielleicht der wichtigste ästhetische Aspekt vom Essen. Ja. Also das Geschmackserlebnis, das macht es ja auch interessant, finde ich, wenn man jetzt Essen mit anderen Designobjekten vergleicht, dass einem das dann so offensichtlich wird, dass es eben bei verschiedenen Objekten und verschiedene sinnliche Aspekte gibt, die jetzt eine Rolle spielen. Weil beim Essen ist einfach die Form zum Beispiel lang nicht so entscheidend wie jetzt bei der Architektur zum Beispiel. Also bei der Architektur redet man ja oft über die Form. Beim Essen ist das eben untergeordnet. Mhm. Und die verschiedenen Aromen, es ist halt sehr komplex. Also es ist sozusagen, es spielt ja alles im Mund zusammen oder eigentlich bei dem ganzen sinnlichen Erlebnis. Und wenn du die Erdbeere ansprichst, die Erdbeere ist ja auch etwas, was unglaublich viele unterschiedliche Aromastoffe in sich trägt, also über 200, die genaue Zahl. 300, glaube ich, 324 habe ich mir erklärt. Gut, hast du das gemerkt? Ja, vermerkt, ich bin großartig. Kaffee 468, das ist ja... Weil es sind extrem viele Nuancen halt. Die sind ja so gar nicht, das Menschen sind halt doch gar nicht so schlecht. Also wir nehmen kleinste Nuancen wahr. Und das ist ein Problem zum Beispiel bei der Herstellung künstlicher Aromen, weil die halt dann immer die 2, 3 oder 4 wichtigsten nachbauen, also die vielleicht 90% des Erdbeergeschmacks ausmachen, aber die ganz vielen kleinen Nuancen, also ich vergleiche es gerne wie in der Musik jetzt zum Beispiel die Obertöne. Es ist im Prinzip das, was den Klang dann letztlich ausmacht oder rund macht oder eben eine bestimmte Atmosphäre vermittelt, die fehlt halt dann. Und deswegen schmeckt halt ein künstliches Erdbeeraroma immer nicht 100%ig Erdbeere. Ja, und wird eben sehr oft und öfter, als wir glauben, künstlich hergestellt. Also das, es gibt halt nicht so viele Erdbeeren wie Erdbeerjoghurt und Erdbeer, was weiß ich, was alles mit Erdbeergeschmack. Aber das Interessante ist ja auch, dass es ja nicht nur diese individuelle Empfindung ist, und das, sondern da spielt ja auch dann so ein unpackbarer Rucksack an Kultur hinein. Also die Erdbeere ist vielleicht etwas, was allen Milliarden Menschen auf diesem Planeten schmeckt, aber sobald das irgendwie in eine verarbeitete Form hineinkommt, sei es Brot oder jede Art von Gericht oder die Nudel, dann kommen sofort Traditionen und kulturelle Regelwerke und die Frage, wie bereitet man es zu, mit wem isst man das, wann isst man das, nach welchen Mustern und so weiter und so weiter. Das hat sehr viel damit zu tun, wie man sozialisiert wurde, nicht? Und ja, genau. Wie man mit dem Essen aufgewachsen ist. Ja. Ihr schreibt ja oder zitiert auch oft den französischen Philosophen Roland Barthes, der ja die Nahrung sozusagen als ein Zeichen für einen gewissen Lebensstil Zustand, sagt man sogar. Ja, ein Zustand entdeckt hat, sozusagen. Ne? Aber Essen ist ja auch viel mehr als nur ein Lebensstil, aber es wird auch immer mehr sozusagen zu einem wichtigeren Bestandteil unseres Lebens und ist ja auch ein politischer Akt. Ja? Und vermittelt eine politische Haltung. Und das merkt man ja auch jetzt im Rahmen dieser Klimakrise immer mehr. Und auch wenn man sich mit Jugendlichen, Studierenden unterhält und so, die legen viel mehr Wert auf gutes, gesundes Essen, als ich das zum Beispiel in meiner Generation erlebt habe während des Studiums. Das
war uns wurscht. Heutzutage ist es nicht mehr egal, was man isst und vor allem, wie man es nimmt. Ja? Bitte, wir haben durch die Wurstigkeit auch etwas ausgedrückt. Ja, wir haben, das war ja, was denn? Eine Protesthaltung gegenüber einer sehr bürgerlichen Vorgeneration, sind wir dann quasi als Generation IKEA und Generation Biller, sind wir quasi mit dieser geht's mit euren Konventionen scheißen, wir machen jetzt nur noch auf unsere Art und Weise Billigkonsum, wir tun so, als wäre uns das Leben wurscht. Das war auch eine Haltung, die wir ausgedrückt haben. Und ich gehe davon aus, dass jede Gesellschaft immer eine gewisse Haltung mit dem Essen mit sich trägt. Ja. Und auch die Pythagoreer waren schon Vegetarier zum Beispiel. Und ich meine, das ist ja nicht nur eine ethische Einstellung, sondern auch eine politische. Ja. Du zeigst ja dem Umfeld, dass du jetzt anders bist oder dass du diesbezüglich eine gewisse Meinung vertrittst. Und das geht ja durch alle Bereiche durch. Und das ist ja auch immer noch so. Ja. Also, dass jetzt Migrantengruppen sind, die dann ihr eigenes, im wahrsten Sinne des Wortes, Süppchen kochen, weil das für sie eine wichtige Erinnerung ist, oder ob das 17-Jährige sind, die dann plötzlich versuchen, den Vater zu provozieren, indem sie Veganer sind, und manchmal gelingt das auch. Veganer oder Freeganer, was ja auch nicht uninteressant ist, und dazu schreibt sie ja auch in dem Buch. Und worüber er auch schreibt, was ich nicht wusste, was ich mir nicht vorstellen konnte, dass 50.000 neue Lebensmittel pro Jahr auf den Markt kommen, natürlich weltweit gesehen. Ja? Und davon hält sich aber nur die Hälfte tatsächlich. Länger als 6 Monate. Ja, irrsinnig viele Lebensmittel blocken. Wie ist das so? Das heißt, es wird unheimlich viel experimentiert auf dem Gebiet, nicht? Sehr viel mehr, als wir dachten. Was muss es? Muss es länger haltbar sein? Muss es schöner werden? Warum ist das so? Ich glaube, erstens, es ist so viel Innovation, glaube ich, gibt es gar nicht, wie man vielleicht meinen möchte, weil das sind ja auch Varianten einfach nur. Also die neuen Produkte sind auch zum Beispiel, wenn ein Mineralwasser mit einer neuen Geschmacksrichtung herauskommt, dann wäre das schon ein neues Produkt, oder ein Joghurt mit einer neuen Geschmacksrichtung. Mhm. Das Interessante finde ich eher, dass einfach ganz viel auch nicht funktioniert. Davon hört man halt immer wenig, weil natürlich die Firmen nicht über das sprechen wollen, was nicht funktioniert hat. Mhm. In Italien kam zum Beispiel eine Schokopraline, eine sehr bekannte, das Faccio, im Zuge dieser Weltraumgeschichte, also Mondlandung 68, 69, in Mintgrün heraus, also in so einem Weltraumlook. Und das hat sich total gefloppt, weil die Leute wollten einfach keine Praline, die ausschaut, als ob Spinat drin wäre. Also, solche Sachen. Diesen metallischen Look. Die war Türkis. Das hat halt voll viel zu früh. Die hat sich ausgeschaut. Apropos Weltraum, was ich auch nicht wusste, entschuldige Sonja, jetzt habe ich dich unterbrochen, dass Astronauten ein Steak essen, bevor sie ins All fliegen, das finde ich doch auch sehr interessant. Nicht noch dazu heutzutage, wo das Fleisch mehr als je zuvor mit einem moralischen Diskurs verknüpft ist, mhm, und jetzt ausgelöst durch diese Covid-19-Epidemie und all den damit verbundenen Problemen in den Fleischfabriken ja quasi als, wie soll ich sagen, ein No-Go geworden ist, nicht? Und man sich wirklich gut überlegen muss, welches Fleisch kauft man, welches Stück Fleisch ist es wert, dass es gegessen wird, gekauft wird. Glaubt ihr, dass die Konzerne sich diesen neuen oder diese Krise zum Anlass nehmen und die Labore den Wünschen, die neuen Wünsche der Verbraucher umsetzen werden? Glaubt ihr, dass das eine Möglichkeit ist in dieser Lebensmittelindustrie? Also ich glaube, dass die Konzerne generell immer möglichst die Wünsche der Kunden umsetzen wollen, weil damit verdienen sie ja ihr Geld. Die Frage ist nur, die Wünsche der Kunden sozusagen aufzuspüren beziehungsweise so zu lenken, dass das zusammenpasst. Aber ich hoffe eigentlich eher, dass durch die Krise was anderes passiert, nämlich dass sich die Menschen jetzt, oder viele glaube ich schon, mehr bewusst geworden sind, wie komplex unser Lebensmittel- oder unser Esssystem funktioniert. Ja. Ich kann mich an eine Meldung erinnern, dass es in den USA Probleme bei den Ernten gibt, weil die zur Bestäubung notwendigen Bienen aus Australien nicht eingeflogen werden können.
weil eben der Flugverkehr unterbrochen war. Und dann fragten sich schon, also wie weit fortgeschritten diese extreme Globalisierung und Industrialisierung ist und wie sehr uns das auch abhängig macht, wenn eben irgendwas einmal nicht funktioniert und dann gewisse Ströme unterbrochen sind. Also ich hoffe eher, dass es diese Richtung führt, dass man wieder ein bisschen einen Schritt zurück geht, ein bisschen sich sozusagen auf das besinnt, was einem wirklich wichtig ist und nicht auf das, was es alles geben könnte oder so, ich weiß nicht. Ich glaube, man muss auch dazu sagen, das ist ja eine wunderbare Legende. Also wir haben ja das auch, wir haben immer wieder mit Marketingabteilungen und Konzernen quasi recherchieren zu tun gehabt, dass die Kundenwünsche erfüllen. Also die generieren Kundenwünsche. Also die basteln halt irgendwelche Dinge und dann reden sie uns ein, dass wir uns das immer schon gewünscht haben. Ich meine, wer hat sich denn irgendwie, ich sage jetzt nichts, aber ob ich die jemals haben hätte wollen. Ja, Pizza-Burger zum Beispiel. Das sind doch völlig krankhafte Geschichten und nachher sagt man, die Konsumenten hätten das gewollt. Also ganz im Gegenteil, ja, und das ist auch, da kommt jetzt auch die Rolle von uns als Designerinnen und Designern rein, ja, für wen wollen wir denn arbeiten? Für die Konzerne, damit die mehr Geld verdienen oder für eine Gesellschaft, die vielleicht ganz andere Ziele hat? Also wenn wir immer nur von Kundenwünschen sprechen und eigentlich ja die Konzernwünsche befriedigen als Designerinnen und Designer, da muss ich sagen, da haben wir irgendwie den Beruf verfehlt, ja, da funktioniert irgendwas nicht. Und ich glaube auch, dass nicht die Konzerne auf die nachhaltige Frage reagieren werden, sondern dass das schon unsere Verantwortung als Bürgerinnen und Bürger ist, nicht als Konsumentinnen und Konsumenten, sondern wirklich als politische Wesen, dass wir da auch klar machen, was wir wollen. Nicht an der Supermarktkasse, sondern politisch. Ja, es wird immer, also wird sicher immer wichtiger werden, ne? Ich sehe gerade, wir sind fast am Ende und deswegen möchte ich natürlich nochmal auf das Buch hinweisen, Food Design Small von Sonja Stummerer und Martin Havelsreiter. Danke, Sonja. Herausgekommen in der Edition Angewandte im De Kreuter Verlag. Ist um knapp 35 Euro im Buchhandel oder direkt bei De Kreuter erhältlich. Und für die ganz Schnellen, die jetzt ganz, ganz schnell zum Festival zum Oskar-Kokoschka-Platz kommen, haben wir 10 Bücher vorbereitet und verschenken sie gerne auch in einem angewandte Festival-Bag. Und ja, beeilt euch. Und euch, Sonja und Martin, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für dieses Gespräch genommen habt und vor allem für dieses wirklich inspirierende Buch, das ich allen ans Herz legen will. Also mir war es eine besondere Freude, mit euch zu arbeiten und deswegen möchte ich aber auch, weil sie jetzt nicht hier sind, die Gelegenheit nutzen und dem Verlag danken, und da namentlich Angela Fölser und Katharina Holas. Ja, auch. Danke, wir möchten auch ganz herzlich für dich. Danke euch und Ihnen allen, die über den Livestream zugeschaltet sind oder waren, danke ich für die Aufmerksamkeit und hoffe, und wir drei hoffen, Ihr Interesse für Food Design geweckt zu haben und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Festivalabend. Bleibt online. Stay tuned. Okay. Ciao.